Hier in Augsburg auf der Sandner Orgel in der Kirche St. Peter und Paul spielt uns die strebsame Musikerin ein Präludium von Dietrich Buxtehude und verliert sich nahezu darin. Naja, also gerade in der Kunstmusik, die ja wie eine Kunstrede ist, ist Perfektion oder Leistungsdenken ein großer Punkt. Mein Lieblingskomponist ist Johann Sebastian Bach, aber ich mag auch sehr gern Nikolaus Bruns und Dietrich Buxtehude, die norddeutsche barocke Musik an der Orgel. Ich liebe diesen Stilus Fantasticus, diese freie Musik, die sich dann nach einer Weile findet in eine feste Form. Dasselbe eigentlich auch bei Bach. Das ist eine Art von Musik, die ich am Klavier so nicht gefunden habe. Die gibt es an der Orgel. Es ist wie so Murmeln, die in einer endlosen Bahn schwirren und immer wieder ineinander greifen, der Schwerkraft entfliehen, wieder im Tänzerischen sind. Diese Art von freiem Stil, Stilus Fantasticus, norddeutsche barocke Orgelmusik ist einfach wunderschön. Und wie sieht es mit anderen Musikstilrichtungen aus? Wie weit zeigt sich hier Ihr Herz? Also ich mag natürlich die klassische Musik sehr, habe aber nichts gegen andere Musikrichtungen. Also Jazz höre ich wirklich gern, entspannt zu Hause, vor allem jetzt an Weihnachten, Weihnachtsjazz. Aber ich mag auch Songs, Songwriting. Ich höre jetzt kein Radio, gebe ich zu. Ich höre überhaupt wenig Musik, weil ich ja schon so beschäftigt bin, selber zu üben und Stille wirklich brauche. Und wenn ich Musik höre, dann die Musik, die ich lernen will, die ich trainiere, die ich gerade übe. Aber ich habe auch überhaupt nichts gegen gute Rockmusik live oder überhaupt gegen Live-Konzerte. Das ist immer interessant, egal welche Richtung. Die gebürtige Nürnbergerin spielt nicht nur bei Konzerten, sondern auch gerne in Kirchen. Denn Melodien, die Klänge, sind für sie auch Sinnbilder des Lebens. Wir erfahren, sie ist nicht nur musikverbunden, sondern auch sehr gottverbunden. Ich finde es absolut wichtig für mich, dass ich zu Gott sprechen kann, wenn ich ihn brauche und auch, weil ich ihn sehr mag. Er ist für mich der größte Künstler. Und warum sollte ich, wenn ich mich den ganzen Tag mit Kunst beschäftige, nicht mit dem größten Künstler beschäftigen wollen? Das wäre ja abstrus. Und ja, ich finde einfach toll, wenn man den größten Künstler kennenlernt. Da kann man ja als kleiner Künstler nur davon profitieren. Sie erzählt davon, dass sie sich von Gott als wertvoll erachtet weiß. Ich mag gerne diese Stelle aus Jesaja 10, glaube ich, dass Gott gute Pläne mit uns hat und dass er keine schlechten Gedanken hat, sondern eine gute Zukunft. Gott kennt mich, sagt Ann-Helena, und er hat mir eine Berufung mit auf den Weg gegeben.